Meine Süßen, ihr hattet ganz, ganz viele Anfragen an mich gesendet zu zwei Looks, die ich getragen habe. Einmal den Look in dem Nude-Lippenstift-Video, also mit dem grünen Lidschatten, und einmal den Look in dem Video, wo ich über das Puder-Blabla quatsche und was ich in meinem letzten Video getragen habe. Das war nämlich der gleiche Look. Und da habt ihr mich zu bombardiert mit Anfragen, ob ich das nicht mal schminken könnte. Und weil die beiden Looks ganz, ganz schnell gehen und super ergänzbar sind, also quasi könnt ihr den etwas dezenteren tagsüber tragen und dann abends noch schön Farbe auflegen. Und das könnt ihr dann direkt darüber. Also dann müsst ihr euch nicht nochmal neu abschminken oder so, sondern zack, Farbe drauf und dann hat sich das. Ja, ich hoffe, euch gefallen die Looks und ja, viel Spaß beim Zugucken. So, als erstes Eyeshadow Base. Und zwar nehme ich da die von Art Deco. Das ist die parfümfreie, weil die mit Parfüm, die vertrage ich nicht. Die ist schrecklich. Die mag ich überhaupt nicht. Einfach aufs komplette Lid geben. Noch besser und länger hält das Ganze, wenn ihr es vorher ein bisschen abgepudert habt. Aber macht man ja meist sowieso, wenn man Make-up auflegt und dann Puder, dass man dann auch über das Augenlid geht. Auch hier überall aufs komplette Lid verteilen. Auf dem kompletten Lid verteilen. Dann nehmen wir meinen Lieblingslidschatten. Ich liebe den für den Innenwinkel. Das ist jetzt von Catrice, die Farbe Nude Beige. Das ist so ein fast weiß, aber ja, so ein Sandweiß. Es ist eben halt nicht komplett weiß, weil es noch so einen leichten, dunklen, beigen Touch hat. Und das gefällt mir sehr gut. Er ist matt und das ist mein liebster Lidschatten zurzeit. Ich nehme jetzt auch bewusst günstigere Pinsel aus dem günstigeren Preissegment. Die sind jetzt nicht alle aus der Drogerie. Die jetzt hier sind von dem Zoeva Croc Set. Dazu kommt nochmal eine Review. Das sind jetzt die Lidschattenpinsel. Mit den Lidschattenpinseln bin ich recht zufrieden. Der Rest ist aber nicht so pralle. Egal, aber für unser einer reicht das. Wir sind ja alles keine Profi-Visagisten, von daher ist das okay. So, ich gebe den jetzt einfach aufs komplette Lid. Vor allem in den Innenwinkel. Aber da der wirklich fast hautfarben ist, das könnte man jetzt auch sehr gut hier mitmachen. Oh, ich sehe leider nicht so viel. So, schon besser. Auch schön in den Innenwinkel, wie gesagt, das bringt euer Auge sehr, sehr schön zum Strahlen. Einfach auf dem kompletten Lid verteilen. So. Dann nehmen wir... Oh, jetzt habe ich die Alternativen vergessen. Egal, ich mache jetzt erstmal so weiter. Von Art Deco die Farbe... Oh, wie heißt sie denn? Grey Violet, Farbe 82. Ich liebe diesen Lidschatten. Das ist ein Pigment. Und das ist so eine tolle Farbe. Also es gibt ganz gute Alternativen. Es muss nicht unbedingt das sein. Ihr könnt dafür nehmen, es gibt von Kron ein Trio. Ich zeige euch das gleich noch. Ich zeige euch mal ganz kurz die Alternativen. Und zwar von P2 Color Your Life, diese Palette hier. Die heißt Early Sunrise. Und zwar würde dieser Ton super funktionieren. Das ist so ein, auch so ein, ja, so ein dunkles Grau, Silber, Braun. Eine sehr, sehr schöne Farbe. Dann von der NYX Palette Rock'n'Roll würde die mittlere Farbe auch sehr, sehr gut dafür funktionieren, falls ihr diese Palette zu Hause habt. Jetzt, das seht ihr, das ist schon, ich muss das mal wieder befestigen. Also würde auch sehr gut funktionieren. Und von Kron die Tintoretto Palette, da könntet ihr dann halt diesen Ton nehmen. Der wird auch dafür gehen. Der wird auch gehen, also wie ihr da gerade lustig seid. Als erstes nehme ich dazu so einen angeschrägten. Da gehe ich so ein bisschen rein. Und ziehe mir das quasi, ich gehe mal ein bisschen näher dran. Dann muss ich nicht so nah an die Kamera. Ziehe mir das quasi als Eyeliner-Strich. Oh, ihr seht, was für eine tolle Farbe das ist. Das betont die Augen sofort.
Aber ich gehe nur bis zur Mitte. Ihr könnt aber auch nach innen gehen. Aber ich finde es schöner, also ich finde den Effekt im Endeffekt schöner, wenn es so nur den äußeren Winkel betont. Ihr könnt dann nochmal so ein dunkles Braun nehmen und dann auch nochmal so ganz am Wimpernkranz lang gehen. Dann verdichtet das eure Wimpern ein bisschen. Und jetzt gehe ich einfach mit so einem fluffigen Pinsel, aber es geht auch mit so einem. Oh, jetzt habe ich hier voll gepatzt. Es geht auch mit so einem. Gehe ich einfach auch nochmal rein und dann einfach nur in die Lidfalte damit. Ihr könnt euch damit auch super eine Lidfalte konstruieren, sage ich mal, künstlich erschaffen. Und die Farbe schmeichelt wirklich jeder Augenfarbe. Schön ausblenden. Das funktioniert auch sehr gut mit anderen Farben, mit Grün, mit Lila. Also der Fantasie sind da natürlich keine Grenzen gesetzt. Es geht super schnell, einfach nur als Eyeliner quasi und dann in die Lidfalte. Und es ist ganz toll. Satin Taupe würde zum Beispiel auch sehr, sehr gut dafür gehen. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen mehr nehmen. Gibt es dann hier auch noch mal in die Lidfalte? So, und jetzt verblenden wir wieder. Oh, jetzt habe ich hier gepatzt. Also ich mag diesen Blendepinsel von diesem Croxette sehr, sehr gerne. Aber er könnte ein bisschen dichter sein. Er könnte ein bisschen fester im Widerstand sein, weil er schon sehr, sehr nachgibt. Aber ist egal. Ja, wie gesagt, jetzt können wir auch noch so einen braunen Lidschatten nehmen, so einen matten braunen. Und können dann auch noch mal so ein bisschen hier ganz nah am Wimpernkranz lang gehen. So. Guck mal im Spiegel. Ja, das war es eigentlich schon. Das wird einfach alles schön verblendet. Wer will, kann jetzt am unteren Kranz auch noch ein bisschen von dem Lidschatten hingeben. Machen wir das mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Ja. Könnte man jetzt auch noch natürlich mit dem Eyeliner, mit dem schwarzen. Wer das gerne mag, könnte das auch noch damit kombinieren. Boah, es ist ganz schön schwer, über das Display zu schminken. So. Jetzt möchte ich aber dann doch noch ein bisschen von dem Dunkelbraun hier hingeben. So, und das ist jetzt schon quasi der fertige Look. Jetzt fehlen nur noch die Wimpern. Ja, Blenden und so, das sind so Spielereien, die macht ihr dann natürlich. Also man blendet so lange, bis es schön fließend aussieht. Aber ich möchte euch jetzt nicht 3 Stunden mit Blenden voll quatschen und voll sülzen. Jetzt werden noch schnell die Wimpern getuscht. So, das ist der fertige Look mit getuschten Wimpern. Was ich jetzt noch ganz zum Schluss mache, von Kron, so einen beigen Eyeliner. Kajal auf die Wasserlinie. Ich muss mal gucken, ob der auch sauber ist, die Spitze. Wahlweise würde auch ein schwarzer Kajal natürlich funktionieren. Und was ich auch noch mache, ist hier in den Innenwinkel so ein bisschen davon zu geben. So. Das ist der Look von den beiden Videos. Ich hoffe, es gefällt euch. Oh, geil, sexy. Wie gesagt, geht ganz, ganz schnell. Einfach ein bisschen von so einem, ja, so einem bräunlich schimmernden, es geht natürlich auch in matt, einfach so ein, ja, was Bräunliches in die Lidfalte als Eyeliner.
Ersatz quasi. Und ja, das bringt jede Augenfarbe total zum Strahlen. Ich glaube, braun steht wirklich jeder Augenfarbe und schmeichelt auch jeder Augen. So, kommen wir zum zweiten Look. Der ist auch super, super einfach. Das Einzige, was ich gemacht habe, es wäre zum Beispiel, wenn ihr das tagsüber getragen habt und dann abends ein bisschen Farbe auflegen wollt, wäre das halt quasi dann eine gute Möglichkeit, ein bisschen, ja, wie gesagt, Farbe ins Spiel zu bringen und so einen Eyecatcher zu haben. Da habe ich genommen von P2 diese Cream Artist Eyeshadows. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die sind nicht so lang haltbar. Also hier steht jetzt 6 Monate. Ich bin mir aber sicher, dass ich meinen schon länger habe. Ich benutze ihn jetzt trotzdem. Aber man merkt, sie verändern sich schon so ein bisschen vom Geruch. Und dann sollte man die auch nicht allzu lange aufbewahren. Ich habe es einfach ein bisschen auf das Lid gegeben. Wie ihr seht, habe ich jetzt das andere Make-up gar nicht groß verändert. Nur ein bisschen halt weggemacht wieder mit den Fingern. Aber es kommt gleich wieder brauner Lidschatten dazu, deshalb habe ich nicht allzu viel weggenommen. Einfach auf dem Lid verteilen und dann habe ich es mit dem Finger verrieben. Nur ich bin nicht ganz in den innersten Augenwinkel gegangen, weil da hätte ich es gerne ein bisschen hell noch. Ruhig noch ein bisschen, ich hoffe ihr seht das. Mit dem Pinsel werdet ihr da nicht weit kommen. Ihr könnt es probieren, aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass es mit dem Finger wesentlich schneller und einfacher geht. Wem das jetzt auf dem kompletten Lid zu knallig ist, zu bunt ist, der kann das sehr gut als Gel-Eyeliner umfunktionieren. Funktioniert sehr, sehr gut. So, jetzt haben wir hier genug. Jetzt nehmen wir noch das andere Auge. Zu dieser Farbe kenne ich jetzt keinen Dupe, aber ich denke mal, das Teil kostet irgendwie 2,79 oder so. Da braucht man dann auch nicht wirklich einen Dupe. Ich denke, das kann man sich ruhig mal leisten. Ansonsten könnt ihr einfach ein schönes strahlendes Grün nehmen. Und das passt auch zu jeder Augenfarbe. Das passt sogar zu blauen Augen. Also man könnte ja meinen, dass Blau und Grün sich so ein bisschen beißt, aber ich finde, es passt ganz gut. Das reicht dann jetzt auch erstmal. Dann gebe ich nochmal von dem hellen Lidschatten in den inneren Augenwinkel. Jetzt habe ich da braun dran. Super. Verblende das dann mit dem Grün, damit das nicht so abgehackt aussieht. Seht ihr das? So. Und jetzt kommt einfach in die Lidfalte ein matter Brauner. Also da könnt ihr mit diesem etwas helleren, funkelnden, schimmernden nicht viel anfangen, sondern es sollte dann schon so der Kontrast zu dem dunkleren, grauen, nein, braunen Lidschatten, nicht grauen, ich Idiot, vorhanden sein. So. Davon dann einfach hier so ein bisschen in den äußeren Winkel. Um dem Auge so ein bisschen Tiefe zu verleihen. Weil einfach nur so plump grüner Lidschatten aufs Auge könnte auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen billig, aber ja, es sieht so ein bisschen unerfahren aus. Also so wie gewollt und nicht gekonnt. Mit so ein bisschen dunklem Lidschatten in die Lidfalte und an den äußersten Rand gebt ihr einfach dem Ganzen so einen runden Abschluss. Ihr gebt dem Auge mehr Tiefe und es sieht einfach gut aus. So. Seht ihr das? Das ist jetzt schon. Fast fertig. Muss mal ganz kurz hier. Entschuldigung. So. So. Ja, das ist soweit so gut. Ihr könnt das Ganze natürlich jetzt noch dramatisieren mit einem schwarzen Eyeliner, wie auch gerade schon bei dem Look. Aber ich denke, dass der grüne Lidschatten schon intensiv genug ist. Da braucht man dann nicht noch mehr Eyecatcher, sage ich mal. Also
das Highlight liegt auf dem oberen Lid, auf dem mittleren Lid und das ist dann auch, glaube ich, ausreichend. Ich tusche noch ganz kurz meine Wimpern ein wenig, wenn ich meine Mascara finde. So. Ja, so, das ist jetzt der Look aus dem Nude-Lippenstift-Video und das davor war halt der andere Look. Und ich hoffe, ich konnte euch das jetzt plastisch erklären, wie das gemacht wird. Und ja, dass es ein ganz, ganz einfacher, schneller Look ist, beides. Und es wirklich ganz, ganz schnell geht und man das halt abends ganz, ganz fix hiermit quasi auffrischen und ja, schön farbliche Nuancen dazugeben kann und ja, es einfach total bunt und schön aussieht. So, ja. So, meine Süßen. Das war's. Danke, danke, danke an euch alle. Es ist echt schön, wie lieb ihr seid und was für tolle Kommentare ihr von euch gebt und ich bin da ganz, ganz stolz drauf auf euer Feedback und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss! Wir sehen uns im nächsten Video. Hoffentlich.